Hallo, schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Ismich TV. Ich bin der Tobias und ihr seid hier in meiner Küche. Heute geht es ein bisschen turbulent zu, es ist einiges neu, meine Internetverbindung ist neu, die haben wir jetzt bis vor 5 Minuten eingerichtet. Es gibt endlich diese Kamera, die uns dann zeigt, wenn ich hier was schneide, wenn ich hier was koche. Was natürlich ein totaler Durchbruch jetzt ist in diesem Stream an Neuigkeiten. Ich möchte heute ein bisschen da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ein bisschen noch das Thema Aubergine behandeln. Es wird als erstes geben einen griechischen Klassiker. Da blende ich mal das Rezept ein. Melizzano Salata, wie man es klassisch herstellt, also mit Olive gebacken und dann mit ganz wenigen Zutaten nur zerdrückt und gewürzt, findet man überall in Griechenland, vor allem um diese Jahreszeit. Ich werde auch noch ein bisschen auf Spielarten dieses Salates aus anderen Ländern wie dem Libanon eingehen. Dann machen wir als nächstes, also als Hauptspeise, gibt es heute einen Linsen-Tofu-Burger. Warum gibt es den? Weil mich einfach in Zeiten wie diesen Alternativen zu Fleischburgern interessieren. Diesen Linsen-Tofu-Burger habe ich vor sicher 10 Jahren mal als Rezept geschrieben und der hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil er wirklich authentisch schmeckt. Ich werde allerdings anstatt dem Seidentofu, der da steht, einen Räuchertofu verwenden und werde heute auch ein bisschen experimentieren mit etwas, was ich neu habe in meinem Sortiment. Und zwar, also ich versuche diesen Burger relativ low carb zu machen und lasse daher alles, was carb ist, also Semmelbrösel und dergleichen weg. Ich werde ein Leinmehl verwenden. Und dann auch noch ein paar Flohsamenschalen dazu tun, also Ballaststoffe reinbringen in das Ganze. Das wird die Hauptspeise. So seht es. Gut, danke für den Hinweis. Hallo Fred, schönen guten Abend, schön, dass du zuschaust. Jetzt, dann gibt es als Dessert, und das werden wir jetzt am Anfang schon mal anfangen zu kochen, gibt es eine Rhabarber-Mascarpone-Creme, das heißt, wir machen ein Rhabarber-Kompott, das beginnen wir jetzt gleich, das lassen wir da hinten kochen und machen dazu eine Mascarpone-Creme, die wir etwas leichter machen, drum ist da auch der Topfen dabei. Auch da werde ich den Zucker weglassen und es durch ein Xylit ersetzen. Warum? Weil doch einige der Zuschauer in der Corona-Zeit ein bisschen zugenommen haben und wir versuchen ein bisschen low-carb zu sein im Moment. Das heißt, wir beginnen jetzt mal mit dem Rhabarber. Ich war heute am Markt und habe wunderbaren Rhabarber bekommen. Haben wir zufällig diese Beeren? Okay. Also, wir brauchen 800 Gramm Rhabarber, den schneiden wir klein, setzen ihn auf und lassen ihn köcheln. Es gibt einen Trick beim Rhabarber, nämlich wie der beim Kochen die Farbe behält. Und das ist, indem man Brombeeren dazu tut. Heidelbeeren dazu tut, nur waren es jetzt Brombeeren oder Heidelbeeren? Brombeeren habe ich gesagt, gell? Brombeeren dazu tut. Das haben wir nur jetzt leider nicht mehr geschafft zu besorgen, darum machen wir es so. Blende euch nochmal das Rezept kurz ein, schneide hier die Enden ab von dem Rhabarber. Das ist also 1 Kilo circa. Und dann schneide ich es in, ganz überraschend, dass ihr das jetzt von da oben sehen könnt, also in ca. 2 cm große Stücke. Kommen gleich in einen Topf, wenn ihr ihn findet. Wie ist das jetzt mit dem View da oben? Ist das cool? Ja. So.
Der hier ist an den unteren Enden ein bisschen suboptimal. Ich nehme da ruhig größere Stücke, der verkocht eh. So. Fred, wie geht's dir? Erzähl was aus deinem Leben. Wie geht's im Homeoffice? Wie geht's dem neuen Auto? So kann man immer überprüfen, ob die Zuschauer zu Hause aufmerksam sind. Er hat ein paar Sekunden Verzögerung, er hat also noch Zeit, um zu antworten. So. Mal sehen, ob wir da alles machen von dem Rhabarber. Habt ihr Rhabarber in Griechenland? Nein, wahrscheinlich, aber wir kochen nicht mit Rhabarber. Nein? Nein. Der Fred ist dabei, das ist gut. Fred, wie gefällt dir unsere neue Kameraperspektive? Juhu! So, da lang. Ah, wir kochen gerade parallel, ja, das ist super, Fred. Kochst wahrscheinlich nicht das, was ich koche. Was kochst du? Auf Twitch. Sie gut. Schreiben, dass sie lieben das neue Kabel. Also wir süßen jetzt mit Erythrit diese Geschichte. Der Rhabarber an sich ist immer sehr, sehr sauer. Und was wir jetzt versuchen, ist hier einfach ein leichteres Dessert mit keinem Zucker herzustellen und eher auf einer Low-Carb, High-Fat-Seite damit zu bleiben. Ich wiege es jetzt mal ab, Interesse halber, weil es doch immer ganz spannend ist, wie viel wir verwenden und wie viel wir dann... Ofengemüse, Fred, das ist gut. Bei mir kamen Beschwerden, ich hätte nochmal so ein Gemüse gemacht, aber bei mir kamen Beschwerden, dass man mal einen Burger oder sowas möchte. Ja? Und darum machen wir heute auch Burger. Ich wiege jetzt mal schnell ab. Also die Idee an diesem Erythrit ist, dass es ein Ballaststoff ist, den wir nicht aufnehmen können. Ist das korrekt? Korrigiert mich, wenn ihr da anderes Know-how habt. Ich gebe da jetzt mal 100 Gramm. Würdet ihr da mehr reingeben als 100 Gramm? Wie viel ist im Zucker? Hä? Wie viel ist im Rezept im Zucker? Ich habe keine Ahnung. Ach so, im Rezept? Ja. 150. Da musst du auf jeden Fall... mehr Erythrit. Also wir machen jetzt mal 200 genau. Gramm von dem Erythrit. Ja, gewogen, wie man hier sieht man das hier mit der neuen Kamera, bitteschön. Dann geben wir das da dazu. Die geriebene Orangenschale und das Vanille tun wir später dazu. Dann tun wir einen Deckel drauf. Und machen es mal an. Und kommen zurück zu diesem Dessert,
da machen wir jetzt gleich schon die Mascarpone-Creme. Wir machen gleich die Mascarpone-Creme, mit dem wir es dann füllen. Dann haben wir das erledigt. Machen wir es in dem. Also die Creme ist sehr, sehr einfach. Die Idee an der Creme ist, dass wir Mascarpone zwar verwenden, aber auch das mit ein bisschen Magertopfen leichter gestalten. Können Sie mal schauen, ob in dem Wagen noch ein Magertopfen ist? Ah nein, ich habe ihn schon, passt, alles klar. Danke. Ich nehme hier etwas mehr, weil es einfach die Verpackungen jetzt so verlangen. Das heißt, da kommt der Magertopfen rein. Mascarpone habe ich heute leider nicht in Bio gefunden. Muss also so herhalten. Bei mir steht, das ist mit Point of Line. Bei mir steht. Bei dir rennt's? Also bei einem unserer Zuseher ist Is mich offline, das ist natürlich schlecht. Wir machen hier trotzdem weiter. Das sind 500 Gramm. Der Harry sagt auch, Is mich ist offline, und dann sagt er, alles ist gut. Also wenn es in 2 Minuten noch offline ist, meldet euch. Gut. I'm missing an orange that was in the shopping bag. In your drawer, first drawer. Everything is in your drawer. You're hiding things from me. Gut. Also im Originalrezept war angedacht, dass man Abrieb von der Orange da reintut. Ich habe leider meine Reibe zurück in die Küche gebracht und muss mich jetzt mir damit behelfen, dass ich das fein hacke. Orange zu waschen. Trocknen. Ich werde auch diese Creme ein bisschen süßen. Also ich versuche hier ganz fein, wirklich nur das Äußerste von der Schale abzuschneiden. So kann man sich behelfen, wenn man... Ja, you can have a piece for your drink, give me a second. Amazing orange. Nice, huh? Very beautiful. So, also ich versuche hier kein Weißes mitzuschneiden, so gut es geht. Schauen wir mal, ob das schon reicht. Hier geht es ja wirklich nur ums Aroma. Haben wir noch was von dem Vanillezucker, den wir das letzte Mal gemacht haben, oder? Hinter dir. Also für die, die hier neu zusehen, ich rede nicht mit meinem elektrischen Staubsauger. Ich habe hier Gäste. Oder wie man nach Corona sagen kann, ich rede nicht mehr mit meinem elektrischen Staubsauger. Ich habe Gäste. So,
hacken wir jetzt fein. Wir als nächste Anschaffung brauchen wir so einen Zestenreißer. Ich denke aber, die orangen Schalenstückchen sind auch kein Problem. Ich gebe jetzt da dazu. Markus, was für ein Stück hättest du denn gern für deinen Drink? Einfach ein Viertel? Ein Stück. Nein, einfach eine Schale. Schale? Ja, wo sie übrig ist. Perfekt. Recht. Reicht, ja? Vielen Dank. Muss man so drehen, gell? Ja, genau. Bitteschön. Danke. Gut. Jetzt, Vanillezucker haben wir das letzte Mal noch übrig. Wie hatten wir den gemacht? Vanilleschote in den Mixer und also eine alte, gebrauchte, getrocknete Vanilleschote in den Mixer und dann mit Zucker kristallisieren. Wir nehmen da jetzt eben echten Zucker, aber nicht viel. Ich nehme jetzt einfach mal einen Esslöffel. Einen halb. Dürfte an sich reichen. Und rühre da mal durch. Ob es vom Zucker her reicht. Ich will das Dessert absichtlich nicht zu süß machen. Ja, kann schon ein bisschen. Was wir brauchen. Ich gebe also nochmal einen halben Esslöffel dazu. Und rühre das durch, das stellen wir jetzt dann auf die Seite. Das brauchen wir erst später wieder. Gut. Habe ich da noch was drinnen stehen? Lassen wir es mal so. Also Rhabarber zerfällt relativ stark, wenn man ihn kocht. Deshalb habe ich den Topf recht gut vollgefüllt und wir werden sehen später, wie sich es reduziert hat. Gut, dann machen wir jetzt unsere Vorspeise. Ich blende sie nochmal ein. Die passt vielleicht auch dann ganz gut zu unserem Burger, den wir essen. Dazu brauchen wir einen Teller. Und ich habe ein bisschen vorgearbeitet, wie man sieht. Ich war heute in der Küche und habe für einen Kunden Blechkuchen gebacken und habe das Backen des Kuchens genutzt, diese zwei Auberginen im Backofen einfach mitzubacken. Die hatten 170 Grad für 20, 25 Minuten. Man kann da einfach die ganze Aubergine nehmen, die bläht sich auf. Welches Gewürz würdest du ins Ofengemüse geben? Ich würde da höchstens Rosmarin dran tun, alles andere wird bitter im Ofen, vor allem Oregano. Das kannst erst später. Also meiner Ansicht nach das Gemüse schneiden, mit in Olivenöl wenden, Knoblauchzehe, Zwiebel dazu, Rosmarin dazu, weil Rosmarin gut Hitze verträgt. Und dann, wenn es rauskommt, kann man es ein bisschen mit Aceto Balsamico abschmecken. Und dann kann man Oregano und Thymian drauf tun. Super. Gut. Dann weiter bei uns.
Die lehnt sich auf und wird relativ, kriegt eine relativ harte Haut. Ja, man sieht es von oben, oder? Kriegt eine relativ harte Haut, platzt gelegentlich. Das heißt, wenn man es im Ofen hat und auf dem Rost macht, sollte man was drunter legen. Die hier ist aufgegangen, wie man sieht. Ja, riecht wunderbar und hat jetzt den Effekt, dass man hier sehr schön ans Fleisch kommt. Super. Die griechischen Gäste nicken auffällig positiv zustimmend. So, was jetzt passiert ist, im Prinzip ganz einfach. Wir schneiden es klein, wir geben es in die Schüssel, wir geben Knoblauch dazu, Salz, Pfeffer, Olivenöl und wir zerdrücken es mit der Gabel. Ich schneide es vorher. Wie man sieht, ist zerfällt das Fleisch hier förmlich. Ist also wieder eine völlig neue Art des Zubereitens im Vergleich zu den letzten Malen. Ja, ich habe jetzt in Streifen geschnitten. Und schneide es jetzt hier klein. Man sieht, viel zu zerdrücken wird es dann auch nicht geben. Dann die zweite, dreht sich leicht oben ein, man sieht, die Haut kann man problemlos abziehen. Es geht also wirklich schnell, vor allem in Verbindung, wenn man etwas anderes im Ofen backt, legt man es einfach unten dazu. This will go nice with the burger, huh? Ja, das stimmt. Wir haben heute Fladen, so Tortillas da, mit denen wir das den Burger machen können, anrichten können oder mit Salat. Und dazu gibt es eben diesen griechischen Auberginensalat. Ist an sich schon genug. Diesmal schwarzer Pfeffer für den Markus, extra mitgebracht. Hier. Wir haben so eine Kiste mit abgelaufenen Dingen, die man in der Küche, in der Gastronomieküche nicht mehr verwenden darf. Da stand schwarzer Pfeffer, auch der läuft ab. Wahrscheinlich die Zellophanverpackung drumherum oder irgendwie sowas. Gut, das ist eigentlich, steht auch jetzt schon Gastronombehälter aus der Küche. Blende euch jetzt nochmal diesen Auberginensalat ein. Ist schon eingeblendet, gell? Kann man nochmal ausblenden. So. Auf Facebook. Ja. Der Boulamazis. Christos Boulamazis. Aha. Schreibt. Komm nach Idra zum Kochen. Komm in nach Idra zum Kochen. Can't wait. Can't wait, good. So, wo ist jetzt der Einsatz? Voilà. Hier haben wir jetzt die Aubergine. Viel Knoblauch. Stefania, how much garlic does your mother put? A lot. 2, 3, 4, 5, how much garlic? No. As much as you can handle. Do we actually stream this on Facebook this time? Probably. Yes. Yeah. Good. So. Schälen wir den hier mal auf die Schnelle. Ja, wäre super, wenn man den Facebook-Chat auch noch sehen würde. Was sagt denn da mein Regie-Team dazu?
Danai, was ist eigentlich mit dem Wein los heute? Ich bin Kaffee. Ah. Irgendjemand wird angerufen. Harry, streamen wir auf Facebook, weil da schreibt man uns im Chat. Sagt man mir hier, ob das stimmt, weiß ich, dann kann ich nicht verifizieren. There is one cold one. It sends in the mid, in the back. Gut, wir haben jetzt hier 2, 4, 6, 8 kleine, relativ kleine. Hier liegt noch eine, die nehmen wir noch mit. Ja, ist der erste Golden Egg. So. Gut. Sieht man das da oben? Es war nur ein Post. Ah, es war ein Post? Okay. Es war ein Post. Na gut. Von YouTube. Von YouTube. On YouTube, okay. Cool, danke. Fred is asking, which yeah. music would you prefer for this cooking? Also, the eye. Meine Frau hätte gerne die Rezepte am selben Tag im Blog noch zum Lesen. Lässt sich das einrichten? Ja, also wir arbeiten dran, dass man die Rezepte schon etwas früher bekommt. Lässt sich einrichten im Laufe der nächsten Sendungen, würde ich mal sagen. Mein Problem ist, dass es mir manchmal erst am Vortag einfällt, sozusagen, was als Dessert kommt oder was als Vorspeise kommt. Aber ich bemühe mich, dass wir einen Regieplan haben und auch wirklich wissen, was das nächste Mal dran kommt. Gut. Knoblauch ist dran. Glaube ich sogar für Griechen in ausreichender Menge. Dann. Also das Schöne an dem Salat ist, er geht wirklich schnell, weil man... wenn man die Aubergine mit einem Kuchen oder dergleichen... machen kann im Ofen, man keinen extra Aufwand hat, sondern die da nur rein. Ja, Shared Cooking, alle wollen jetzt die Rezepte vorher. Wir kriegen es bald hin mit den Rezepten. Gut, Saft einer halben Zitrone, how much lemon do you guys put? Ein Lemon. A whole lemon? Also es ist schön, wenn man griechische Gäste hat und when the Greek guests are saying something wrong, they're at fault at the end. Don't blame the Greeks. So, also. Wir haben jetzt da eine ganze Zitrone drin. Irgendwann habe ich dann auch nochmal eine Presse. Aber das wird es erst geben, wenn wir wieder Geld verdienen. Jetzt Salz, Pfeffer und zerdrücken. Prost. Prost. So. Jetzt werden wir sehen, ob diese griechische Theorie des Zerdrückens mit der Gabel funktioniert, ob wir es nicht doch in den Blender tun. Der Blender ist schon aufgebaut für den Hauptgang. Erzähl vielleicht nur ein bisschen was. Ja, wie wirkt sich die Krise auf Ismich aus, Fred? Du siehst es ja, ich stehe da und koche für euch quasi im Stream, weil sonst in der Firma wenig zu tun ist.
Aber ich kann schon mal ankündigen, wir machen ab nächster Woche voraussichtlich ein Crowd-Investing für Ismich, um uns über den Sommer und die Krise zu bringen. Und da könnt ihr dann alle das sharen und teilen und durch eure sozialen Kanäle verbreiten. Too much coffee? Too much coffee? Yeah, I don't know why you drink coffee at this hour. I don't know, I'm past my hour. But one time. Es wird also wirklich nur zerdrückt, wir würzen das jetzt mal ab. So, abgelaufener Pfeffer von der Marke Sonnentor. Wir werden den Herrn Gutmann mal fragen, wenn wir ihn wieder treffen, wie denn Pfeffer ablaufen kann. Ich habe noch eine Frage von Manfred auf YouTube. Welche? Die Achso, das habe ich, hab ich schon beantwortet. Hast du schon? Die Krisenfrage, ja, so halb. Ganz kurz, wie viel nehme ich da jetzt? Das ist zu viel. Den Rest. Tschüss. Cheers, everybody. Cheers. Cheers, Marion. Also der ist an sich fertig. Da gebe ich noch ein bisschen Petersilie dazu und schmecke ihn ab. Petersilie für die Farbe. Es ist natürlich die Aubergine nicht so sexy. Would you do this finer than this? Ja, beginner, das ist doppelt. Ja. Beginner, bitte. It depends. As you wish, as you like it. Feiner? Kann auch einen Teil pürieren. Nein, es ist. It's good. Der Geschmack. No, super. Super. Meiner noch? Kommt gleich zum Kosten. Parsley? Yes, meiner noch? Of course. Sagt man ja, Petersilie kann man überall verwenden, oder? Ja. Parsley goes with everything. Where there is garlic, there is parsley. Ah, where there is garlic, there is parsley. Okay. The dish from Greece. Geht sogar noch mehr. Looks good, no? Yes, of course. So. Den Pfeffer wieder an seinen angestammten Platz geben. Schauen, wie das schmeckt. Salz noch. You add olive oil or not? Of course. That's not the question. There is
No salad without olive oil. Gut, dann ein bisschen Olivenöl fehlt, glaube ich, im Rezept. Müsst ihr euch noch dazu denken. Gut, dann. Wenn wir eine Probierportion herrichten. Geeignet wäre natürlich ein weißes Brot, habe ich leider nicht. Macht aber nichts. Und? Wer kostet? Alle. Ja, alle kosten dann im... You want all now a piece of this, or... You wait for your main? Yeah, go on. So, also so sieht es dann aus. Wir essen es heute zum Burger dazu. Kann man essen als Beilage zu Fleisch, kann man essen vegan als Aufstrich, als Salat, als Vorspeise, Antipasto. Es gibt Versionen davon. Es gibt diesen Salat auch mit Mayonnaise angerichtet, dann ist er eine Spur schwerer. Es gibt das auch als libanesische Version, Baba Ganoush, mit viel Petersilie drin und vor allem Tahini, Sesampaste. Hat dann eine nussigere Note, ist aber schöne Variation, vor allem wenn man mehr davon macht, kann man sagen, es gibt es in drei Varianten. Ja? Gut, Kiwi. Thank you. Good. You take it. Thank you, Tobias. You cannot tell me if you have enough garlic in this or not. So. Ich mache hier eine ganz kurze Runde das Brett abwaschen und zeige euch mal das Hauptspeisenrezept. And? Good, very good. Good, more or less? It's very good. I think ideally you can roast it over charcoal, no? Mm-hmm. Over yeah, wood. Yeah, ideally. Yeah. But smoke this better, no, for sure. Yeah. Man kann nicht alles haben. Yeah, when the weather is good. Mal dann noch hier. Perfect for barbecue. This is nice? Yeah. Hier einmal drüber. Machen wir einen interessanten Burger. Yay. Ich habe das Rezept vor Ewigkeiten geschrieben und nicht mehr im Kopf. Ich werde jetzt einfach mal improvisieren. Rote Zwiebel, das steht schon mal fest. Ich mache jetzt auch ein bisschen mehr. Ich habe heute, weil ich Zeit hatte, während des Kuchenbackens in der Küche, ja, geschummelt. Und habe also die Linsen schon gekocht und es sind knapp 300 Gramm. Das heißt, ich werde jetzt von beiden ein bisschen mehr nehmen. Das sind also mal die Linsen, die da reinkommen. Und dann kommt Zwiebel rein. Die Zwiebel röste ich vorher an, weil ich keine rohen Zwiebeln im Burger mag. Wenn ihr lieber rohe Zwiebeln im Burger mögt, lasst den Schritt weg.
aber meiner Ansicht nach ist es so einfach besser. So, was habe ich da drin? Tofu, rote Zwiebel, Knoblauch, klar, Mandelmus, ja, Senf. Den Agavendicksaft ersetzen wir heute wieder durch ein bisschen Süße von dem Xylit. Kann man aber gerne Agavendicksaft oder sonst einfach Zucker nehmen. Ich habe einen Teelöffel, ist fein. Ja. Ich habe einen da, was du hast dann da? Für die Cocktails später, oder was? Yes. Ein Teelöffel, das kann man verkaufen. Bringt uns nicht um. Mein Low-Carb-Partner Markus sagt, ein Teelöffel bringt uns nicht um. Cool. Danke. So. Mir sind rote Zwiebeln eigentlich lieber, sie sind etwas süßer. Wenn man also eher das Süße reinbringen will in das Gericht als Schärfe, finde ich die besser. Ich nehme jetzt noch eine dazu. Damit geht da leider immer der Monitor aus beim Chat, das muss ich mal umstellen. Ja, Fred, das Burger-Rezept, das ist großartig, weil nämlich vegan das Tofu bringt die Bindung, unterstützt von der Maisstärke. Und du wirst sehen, das ist ein Burger, der von der Konsistenz des Kauens her wirklich spannend ist. Wir pürieren den auch nicht ganz fein, sondern etwas bröckelig. Was den Effekt hat, dass man einfach Biss hat, wenn man den Burger isst. So, jetzt kommt meine neue grandiose Pfanne hier zum Einsatz, die ich heute geschenkt bekommen habe. Thank you guys for the new frying pan. Yay! It's gonna be used now. Der Unterschied zwischen normalem Tofu und Seidentofu, Fred, ist der Wassergehalt, aber ich möchte hier eh mal Tofu machen, vielleicht kommst du dann. Also es geht ja immer nur um eine, also man macht immer ein Püree aus dem Tofu, das man dann in Tüchern abtropfen lässt und je nachdem wie sehr man sie drückt und je mehr Wasser rausgeht, umso härter, fester wird der Tofu. Ich nehme jetzt einen Räuchertofu, weil das einfach noch mehr Geschmack reinbringt. Ich werde das auch im Rezept nochmal ändern. Das Originalrezept hat auch Räuchertofu. Das ist, hat einfach mehr Biss. So. Schon mal Gas geben. Ich bin ein bisschen großzügiger bei den Zwiebeln, weil die Zwiebeln ja bekanntermaßen sich auf die Hälfte des Volumens reduzieren. Wir machen weiter da, wo wir waren. Fred, deine letzte Frage war Tofu aus Österreich. Ich habe jetzt hier einen Tofu vom Zurück zum Ursprung. Der ist aus der Region Neusiedlersee und bio, also genfrei, vegan. Gibt es also schon im Supermarkt sozusagen. Würde ich aber in jedem Fall
schon darauf achten, wobei ich glaube, sehr viele der Tofu-Hersteller inzwischen auf diese Regionalität achten. Gut, ja, sorry Leute für den Ausfall. Danke fürs dabei geblieben sein. Wir machen hier vegane Burger aus Linsen und Tofu. Bin hier gerade beim Zwiebeln anrösten unterbrochen worden. Na, hoffen wir, dass es jetzt mal stabil bleibt, oder? Also beim Burger ist das Würzen das Wichtigste, vor allem wenn man mit, also auch mit Fleischburgern finde ich das Würzen immer das Wichtigste, weil einfach man kräftigen Geschmack will. So. Eines muss man ja sagen, mit so technischen Gebrechen vergeht die Streamzeit wie im Flug und man hat also quasi ständiges Bangen. Ich rühre hier mal um. Also die dünste ich leicht, damit sie durch sind, bevor sie in den Burger kommen. Dann kommt der Knoblauch dazu. Dann, ich schaue ganz kurz nochmal in meinem Rezept. Die Zwiebel ist am Machen. Was wir also wollen, wir brauchen tatsächlich einen Mixer. Und da kommen die Linsen rein. Dann schneide ich jetzt diese 250 Gramm Tofu da dazu. Den Tofu zerdrücke ich leicht mit einer großen Gabel. Also ihr seht, den will ich nicht ganz klein machen, sondern nur in Stücke bringen. Markus, kannst du mal einen Gefallen tun? Kannst du mal schauen am Originalrezept von meinem, auf meinem Blog, wie ich das damals gemacht habe? Gut. Die hacke ich aber nicht ganz fein, sondern nur grob. Ich zeige gleich wie. So, seht ihr das? Die habe ich also jetzt nur leicht zerteilt, aber nicht ganz, weil ich will, dass eine Bisskonsistenz noch herrscht in dem Ganzen. Mich würde interessieren, ob ich da alles gehackt habe oder ob ich nur die Linsen gehackt habe und dann vermischt habe. Ich habe leider keine Suchfunktion. Im Browser? Magst du am Laptop schauen? Ich schaue selber. Ich muss kurz in mein Originalrezept schauen.
Wir haben im Kochblock keine Suchfunktion. Also Mobile sehe ich nichts. Okay. So, veganer Linsen-Tofu-Burger. Schaut gerade nach, weil ich den schon so lange nicht mehr gemacht habe. So. Knoblauch. Linsen. Gut, also das habe ich gemacht. Machen wir jetzt auch so. Es hat nämlich damals schon funktioniert. Ich gebe also hier alle Gewürze dazu. Aber wahrscheinlich ist es relativ egal. Also, Esslöffel Agavendicksaft. Salz, Pfeffer, sorry, das habe ich jetzt da ein bisschen umkommt, aber es kommt halt frisch aus der Küche. Die hier brutzeln vor sich hin. Dann den Senf, auch abgelaufen aus der Küche. Das passiert bei Corona. Guter Teelöffel, was schreibt das Rezept? Ein Esslöffel, geben wir einen zweiten Teelöffel dazu. Senf ist in Burgern wahnsinnig wichtig, auch in Fleischburgern. Würde also nie auf meinen Senf verzichten wollen. Geräucherter Paprika. Auch hier greifen wir auf feine Produkte aus dem Hause Sonnentor zu. Messerspitze ist untertrieben. Man kann 2 bis 3 Messerspitzen nehmen. Der Rauchgeschmack ist eigentlich ziemlich geil im Burger. Zeige vielleicht nochmal hier, das ist ein Smoky Paprika von Sonnentor. Gut. Dann haben wir ein Mandelmus noch dazugegeben. Das macht die ganze Sache nussig. Auch ein wichtiges Aroma. So, lass es mich schauen. Wie viel haben wir da reingegeben? 2 EL. Schauen wir, können wir dann noch etwas abschmecken. Mm. Ziemlich gut. Jetzt mischen wir das nochmal kurz durch. Na? Ihr habt es ja nicht im Bild, gell? Den ihr seht, wir haben jetzt hier so eine Konsistenz. Geben das in unsere große Schüssel, da ist ein bisschen Wasser drin, das macht gar nichts. Hier kommt jetzt das dazu. In der Zwischenzeit drücken wir hier mal den Knoblauch rein.
Also sind jetzt auch wieder 5, 6, 10, es ist reichlich. Er wird ja kurz geröstet, dadurch wird es dann nicht so schlimm. Knoblauch lässt man nicht sehr lange braten, sonst wird er bitter. Brauchen wir nicht mehr. Scheitert läuft, da hinten kocht es noch. Aha, auch alles ist rausgegangen. Sorry. Knoblauch untermengen. Jetzt kommt der zerdrückte, den kann man jetzt nochmal mit der Hand etwas zerdrücken. Schauen wir den, muss ich schauen, mein Chat noch da ist. Wenn man das jetzt macht, merkt man, der hat natürlich Flüssigkeit, der Tofu, deshalb werden wir da gleich noch ein bisschen abbinden. Und zwar einerseits mit diesem Leinmehl. Wir ersetzen also jetzt die Maisstärke. Mit einem guten Esslöffel. Eineinhalb. Und dann gebe ich da noch ein bisschen Flohsamenschalenmehl dazu. Die ersetzen was? Die ersetzen die Semmelbrösel, die wir da drin haben, die das Ganze, die Flüssigkeit aufsaugen und das Ganze auch zusammenhalten. So. Beginne es schon mal durchzumischen. Jetzt kommt das dazu. Die Pfanne kann man da gleich stehen lassen, die verwenden wir sofort. Alles gut? So. Ich schmecke ihn jetzt mal ab. Ihr seht, die Masse ist stückig, wie man es kennt. Von einem Faschierten. Salz, bisschen mehr von diesem Smoky Paprika. Wir haben ja auch jetzt mehr Menge verwendet von Linsen und Tofu. Ist auch jeder Tofu immer ein bisschen unterschiedlich. Noch ein Löffel Senf. Also ich will, dass die Masse an sich alleine schon einen guten Geschmack hat. Vor dem Braten und den Röstaromen.
jetzt werden wir daran gehen, da wirklich Burger zu braten. Wir brauchen das nicht mehr. Jetzt ist noch einmal kosten. Ich glaube, es passt. Ja. Gut. Dann. Also am besten mit feuchten Händen. Smells good, huh? Mache das jetzt mit dem, dann weiß ich nämlich immer meine Größe. So, how many are we? How many burgers do we want? Das ist ein bisschen zu groß. 10 at least. So, 1, 2. I won't be eating. Why? No. Maybe I'll take them home. I'll take them too. No! Now, I don't know if I have enough dough. Let's see. It's vegan. Yay. We don't tell dogs. So. Great. Well, 7 or 8 we will have. I don't know if we will have 10. Yeah. Finde ich immer sehr schwer abzuschätzen, wie viel Masse man da wirklich in der Hand hat. I like the little appliance. Ah, yeah, it's nice, eh? It's also nice to play tartare and fish tartars and stuff like that. Very, very useful. Also je nachdem, wie der Tofu beschaffen ist, wenn man das Gefühl hat, man braucht mehr Flüssigkeit, kann man die auch ruhig zugeben. Es kann Wasser sein, es kann alles Mögliche sein. 6 haben wir schon. So 6 of you 4 will eat, definitely. Das Wichtigste ist, dass wir ungefähr die gleiche Höhe hinbekommen. Der hier ist jetzt etwas zu hoch, weil die sonst einfach länger braten. Darum ist dieses, der Ring ganz angenehm, wenn man ein Gefühl dafür kriegt. Also it will be 9 in the end. Yes. Ah. So, und der letzte, der wird jetzt wieder wild von der Dicke her, wenn wir einfach den Rest der Masse aufbrauchen. So, und jetzt haben wir hier diese neuen Kollegen. Wer das Rezept auf meinem Blog googelt,
findet, sucht, wenn man Rufezeichen Blog in den Chat eintippt, sieht man meinen Blog, meine Blog-URL. Wer das Rezept auf dem Blog findet, der findet da verlinkt eine hausgemachte Barbecue-Soße, die ich sehr empfehlen kann. Ich habe jetzt nicht mehr Zeit, die zu machen. Die ist aber sehr gut. Damit der Burger vegan bleibt, braten wir ihn jetzt nur in Olivenöl an. Ich gehe hier auf 140 Grad. Nochmal feuchte Hände. Gut. Gehen wir auf 160. Wir müssten mal jetzt ausprobieren, ob man die auch grillen kann. Das machen wir vielleicht das nächste Mal. Jetzt, wo wir die perfekte Internetverbindung gefunden haben, können wir ja auch grillen. Wie ist das Wetter am Freitag? Hä? Wie ist das Wetter am Freitag? Das ist die richtige Frage. So, ich mach kurz den Ofen an, damit wir die warm halten können. Schalte den Ofen auf 80 Grad Umluft, da können wir dann einfach ziehen. Schauen wir mal, wie lange sie braten. Hier jetzt der Rhabarber, hat natürlich noch relativ viel Flüssigkeit, weil auch heiß, den stelle ich gleich raus ein paar Minuten. Von der Süße her finde ich ihn ideal, ist nicht sehr süß. Da habe ich ja jetzt, das ist jetzt der gesamte Topf. Und ich habe jetzt hier keinen Gelierzucker verwendet. Ich dicke das mit ein bisschen Maisstärke ein. Wird es ein bisschen trüb, stört mich jetzt aber nicht. So. Bist du schon fertig mit deinem Kochen? Ofengemüse dauert ja auch eine gute Stunde. Also die Maisstärke verrühren wir in kaltem Wasser, geben sie da dazu. Das kann, man hätte jetzt auch mit Gelierzucker arbeiten können, aber wir haben gesagt, wir machen es ohne echten Zucker. Lassen es trotzdem vegan. Ihr seht, das wird schon dick, auch ohne dass ich es aufkoche, weil die Flüssigkeit einfach noch so heiß ist. Und ich finde, das ist von der Farbe her auch nicht unsexy. Stellt es noch mal kurz raus zum Abkühlen. Gibt es die Rezepte auch zum Lesen? Ja, die gibt es auf dem Kochblog zum Lesen. Ein bisschen zeitverzögert. Wenn du Rufezeichen Blog in den Chat schreibst, kommt die Blog-URL. Ich bemühe mich, dass es die dann schon vorab gibt. Ja, weil das hier geäußert wurde als Wunsch.
gebe mir Mühe, manchmal das ein bisschen schwer zu realisieren, weil mir vieles erst last minute einfällt. Wir schauen mal vorsichtig nach dem ersten Burger. Die sind jetzt auf 160. Induktion täuscht sich da aber auch oftmals. Bitte schön. Hat Farbe, könnte mehr gebrauchen. Gehen wir auf 200. Habt ihr da irgendwo noch einen Wein stehen? Ja. Auch ohne Sprudel? Ohne. So. Das, also der Rhabarber hat noch einmal aufgekocht mit der Maisstärke, kommt jetzt vor die Tür, da ist es schön kalt, Ende Mai in Österreich. Oh Gott, das riecht gut. Ja, das ist auch jetzt... Es bin mit der Temperatur hochgegangen, wie man sieht. Jetzt ist es eher so ein Brutzeln, das mich vom Geräusch her. Ja, aber give me some water. Oh, give myself some water. So. Klingt also richtig schön Farbe. Der hat schon zu viel Farbe, so schnell kann es gehen. Unregelmäßige Induktion. Oder blöd draufgestellt. Hm? Danke. So, danke. Wer followed us? Warte mal, mein Problem ist, ich habe einfach mit diesen... Mein Chat hat sich gerade ausgeblendet, sorry. Oh, gut, gut. Jasmine, hast du gelesen? Nein, habe jetzt, bei mir ist der Chat weg, sorry. Danke, bitte die Zero Waste Initiative, volle cool, sagt sie. Cool, ja, freut mich, vielen Dank. Wir geben uns Mühe, hier Zero Waste zu sein. Es gelingt nicht immer, aber zu 99%. So. Jetzt müssen wir uns einfach ein bisschen gedulden. Zero Waste versuchen wir hier auch ein bisschen zu machen. Wie schon besprochen, versuchen wir in einem saisonalen Zyklus zu bleiben, was natürlich bedeutet, dass auch wenn uns was übrig bleibt an Zutaten, wie eben jetzt die Woche Aubergine oder Kohlrabi, also so viel kann ich sagen, es gibt am Freitag, weil die habe ich jetzt übrig, etwas mit einer Rahm-Kohlrabi-Weißweinsauce und ob das jetzt die Hauptspeise ist mit Reis oder die Beilage, to be discussed, aber die müssen wir auf jeden Fall verbrauchen und wir versuchen ein bisschen so Zyklen zu installieren, dass wir einfach das, was wir begonnen haben, an Leftovers fertig kochen. So, der Rhabarber kühlt ab, die Burger teilweise ein bisschen dunkel schon, es mag jetzt an der Induktion oder an der neuen Pfanne liegen, die mir mitgebracht wurde. Was mich irritiert, ist, dass man bei diesem Restream hier nicht die alten im Chatprotokoll sieht, wenn man sich neu einloggt. Gut. Wir werden dann wieder jemanden raiden im Anschluss. Das hier ist ja relativ gleich auch mal fertig. Wir raiden Simbal TV, auch eine Kochsendung. Also für mein Gefühl sind die fertig. Wir werden da erstmal einfach eines anschneiden. Ja.
So. Ja, einen neuen Follower mit einem unaussprechlichen Namen. Vielen Dank fürs Followen. XKRRBSDL91. Schalte die mal aus. Ja, so sieht's aus. Die sind meiner Ansicht nach durch. Wir geben hier gleich eine Runde zum Verkosten. Vielleicht ganz brutal mit etwas Ketchup. Anrichten könnte man die einfach mit Salat. Ich glaube, es passt perfekt. Gehen wir mal eine kurze Verkostungsrunde, einen durch. Wollt ihr Ketchup oder Senf dazu? Senf? Gibt es auch Mayo? Mayo gibt es nicht, aber wir können das nächste Mal vegane Mayo machen, die dann dazu passt. Hey. Also ihr seid Griechen, ihr esst zu allem gebratenen Senf. I know you guys. Und dann nächstes Mal kochen wir Tzatziki. Das passt auch. Das passt auch. So. What do you think? I don't know if it's not enough forks. We don't need forks, we have our hands. Ich gebe die mal in den Ofen, während ich die nächsten da noch nachlege. Wie gesagt, servieren würde ich die einfach mit einem grünen Salat. Ich mache jetzt mal schnell das Dessert fertig, während die Burger... Ist es gut? Gut, die kommen bei 80 Grad in den Ofen. Wir braten die restlichen da noch an, machen schnell ein Dessert fertig. Ist ganz gut, oder? Ja, gut. Tofu-Messer. Ja. Very good, very good. But you don't very eat tofu. Very tasty, very tasty. Man muss die Gäste jetzt immer fragen, welche Allergien. We have to always ask the guests which allergies they have. So no tofu for you. Yeah, okay. But the texture is amazing, very good. Please watch her. She drops off she the... ate some already. If she drops off the chair... All good. So. Ich gebe mal den... Ich habe so einen Kalorien- und Nährwerte-Rechner. Das kann ich jetzt nur auf die Schnelle nicht machen. Ich schreibe es aber dann zum Rezept dazu, was da Kohlenhydrate, Fett und Nährwerte sind. Das würde mich noch interessieren. Ich mache das wieder auf 160 und kümmere mich noch mal ganz kurz um unseren Nachtisch, den wir haben. Wir haben ja eine leichtere Mascarpone-Creme, die wir mit einem Topfen oder Quark, wie es in Deutschland heißt, quasi hergerichtet haben vorher, und die machen wir jetzt mit diesem Rhabarberkompott, das vielleicht noch nicht genug abgekühlt ist, fertig. So, hier gehen wir jetzt mal 200. Ich nehme hier mal eines, damit wir das sehen können. Kommt sofort, holen wir gerade diese Creme da rein. Wie ihr seht, wir haben es leicht abgebunden, etwas Maisstärke, es ist vegan, es ist mit Xylit gekocht, es hat also ganz wenig Kohlenhydrate, ist also ein sehr leichtes, kohlenhydratseitig sehr leichtes Rezept.
der, wie ihr seht, der Rhabarber hat sich fast völlig aufgelöst. Und wir schichten das jetzt hier rein. Der zerfällt, das darf er aber auch. Mit neu gleich zwei oder drei davon. Also Rhabarber zerfällt immer so, hat natürlich auch an Volumen verloren. Man müsste es natürlich an sich völlig abkühlen lassen. Ich will es nur einfach einmal zeigen. Das ist wieder so eine Schichtgeschichte, wie wir sie das letzte Mal schon hatten. Vorletzte Mal bei der Zupa in Gläse. Und da kommt jetzt die drauf. Es wird jetzt etwas zu warm sein. Probieren wir es trotzdem. Ja. Also theoretisch sollte es steifer sein, unten drunter das Kompott und die Creme sollte wirklich drauf liegen. Jetzt sieht es halt so aus. Finde ich, ist jetzt auch nicht so schlimm. Rhabarber-Kompott, Mascarpone-Creme. Mascarpone-Creme Light mit Orangenabrieb drinnen. Genau. Gut. Das ist, glaube ich, farblich eine ganz witzige Kombination. Könnte man jetzt noch mit Minze bestreuen. Aber die haben wir jetzt auf der Terrasse und es regnet bei uns insofern. Ah, okay. Das ist lieb. Hier sieht man jetzt, jetzt ist die Temperatur irgendwie dieser Pfanne besser, die Hitze verteilt sich besser als bei den anderen Burgern. Fällt mir oft auf, dass wenn Pfannen eher etwas länger an sind, ist die Temperaturverteilung besser. Ihr seht jetzt, es ist regelmäßig, so muss der Burger eigentlich sein. Wir geben ihm jetzt noch ein paar Minuten, ich richte jetzt nochmal den Hauptgang ein bisschen an, dass es nett ausschaut. Wenn euch das Ganze hier gefällt, drückt Like, drückt Follow, hinterlasst einen Kommentar, schreibt in den Chat. Wir essen das heute einfach mit ein bisschen Blattsalat. Den mariniere ich jetzt schnell noch, damit es auch ordentlich wird. Salz, ein bisschen Chili, ein bisschen Balsamico. Super, danke. Das verrühren ein bisschen Wasser. Olivenöl ganz zum Schluss. Dann gibt man den da rein. Mischt es einmal durch. Richten wir das hier an. Die Burger sind riechen zumindest fertig.
Ich würde jetzt hier von unserem Auberginensalat, der sicher hervorragend passt, noch einen Klecks dazugeben. Ein bisschen diese Knoblauchnote. Kann man, wie gesagt, auch auf einem Stück Brot, einem Crostini, was Vergleichbarem servieren. Dann schalte ich die mal ab, dass man das hier sieht. Das heißt, wir haben den Auberginensalat, einen gemischten Salat, einen veganen Tofu-Linsenburger und hier haben wir jetzt noch mit einer passenden Deko eine Mascarpone-Creme mit einem Rhabarber-Kompott und das in sage und schreibe nur einer Stunde und 40 Minuten mit technischer Unterbrechung zwecks Internetausfall, aber wir haben es geschafft. Für heute vielen Dank fürs Zuschauen, für alle, die neu dabei waren, vielen Dank, für alle Likes und Follows, vielen, vielen Dank. Es gibt uns hier wieder, mich hier wieder am Freitag um 18 Uhr. Was es sicher gibt, ist ein Kohlrabi-Gemüse in einer Weißweinsauce, weil die hier noch liegen, diese Kohlrabis, und wir müssen die aufessen. Und ich bemühe mich, die Rezepte vorab zu posten. Wir posten das in die Stream-Info unten rein. Ich hoffe, ich schaff's. Falls nicht, beim nächsten Mal dann. Gut, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schönen Abend noch und wir sehen uns am Freitag um 18 Uhr, same time, same station. Yeah.